So, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Neue Runde hier vom Wilden Westen. Müsste entladen werden und so weiter und so fort. Aber eigentlich funktionieren die Drescher und die Abfahrer überwiegend gut. Glaube ich zumindest. Wollen wir uns jetzt eigentlich nicht drum kümmern. Wir müssen eigentlich sehen, dass wir ihn freikriegen. Dafür müssen wir aber erst sehen, dass wir erst Gras mähen und so weiter und so fort. Also es ist hier... Wir haben ein bisschen was zu tun. Ich habe in meiner letzten Folge gemerkt, die Träger, die ich habe, sind falsch konfiguriert. Und leider habe ich davon 3 Stück. Ich kann sie mir aber noch nicht leisten, weil sie einfach noch 360.000 kosten. Im Winter vielleicht können wir dann mal einen bezahlen, wenn wir später unser Hackschnitzel verkaufen. Also wir müssen jetzt hier mal schnell die paar Meter mähen, das ist ja nicht viel. Dann werden wir uns, das sollte der ja funktionieren, ne? Einen großen Ladewagen organisieren. Oder halt eine Ballenpresse und hier schnell ein paar Ballen pressen. Die können wir mit unserem Kögel wegsammeln. Also beide Varianten sind gut denkbar. Deswegen mähen wir jetzt einmal schnell hier die paar Meter und gut ist. Das Flügen wird ja auch halt noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Der nächste Wilde Westen Stream, ich muss noch mal gucken. Kann sein, dass es dann Freitag in einer Woche ist. Also dass ich generell jetzt erstmal auf Freitag vormittags einpendelt. Folgentechnisch bis dahin habe ich auf jeden Fall schon mal 2, wollen wir jetzt noch machen, aber das ist auch schon 11:45 und dann muss ich Feierabend machen. Dann wartet nämlich mein Sohn kurz danach in der Bushalte. Sagen, das dachte ich mir doch gerade, dass hier auch noch Kurse sind, die gelöscht werden können. Muss aufgefüllt werden. Ein Kurs noch hier übrig gelassen, den er gerade nicht connected. Womit wirst du 8? Der möchte Saatgut haben, aber ich möchte nicht mit Saatgut machen. Geht das denn noch? Geht das eigentlich? Irgendwo in den Einstellungen, liebe Leute? Können wir einmal helfen? Der ist der Meinung, dass er gerne Saatgut haben, Dünger haben möchte, aber er soll ja für mich in dieser Mission logischerweise keinen Dünger verwenden. Ich möchte auch weniger Körner auf dem Meter da ablegen. Ne? Möglichst wenig Körner eigentlich. Ausbringemenge ändern. K geht aber gar nicht. M geht auch nicht. Automatische Ausbringung aktivieren. Hilfe, also Standardhelfer kann das auch, ne? Standardhelfer fährt einfach los. Könnte jemand doch mal sagen, wegen der automatischen Stärke hier automatische Ausbringung deaktivieren? Das ist eigentlich Komma. Jetzt habe ich hier K und M. K und M reagiert bei mir leider nicht. Ausbringmenge ändern. Ich will ja jetzt nicht mehr anpflanzen müssen als nötig, ne? Oh
gucke, ich gucke. Stunden 45 braucht er. Das ist natürlich wieder eine Hausnummer. Und Steuerung, meinte er, ging nicht. Er hat auch die Winkel, die Bodenwinkel nicht in den Griff, ne? Da würde er sich in die Richtung fahren, hat er die Bodenwinkel in eine ganz andere Richtung. Auch ein komischer Bug vom Spiel. Das ist natürlich nicht so schön, also von der Map. Da ist noch Luft nach oben, ich behaupte. Nichts, wo man fünf verschiedene Karten macht, aber die alle, naja, ne, also so kleine Mini-Bugs haben, ist nicht so schön. Ich würde das erwarten, dass es die Seemaschine erkennt jetzt ja nicht, dass es eine Mission ist, dass es jetzt einfach durchschalten kann. Das würde ich nämlich erwarten. Startstärke. Ach, Trotzdem nicht. Magische Saatstärke aktivieren. Ich glaube, da ist irgendeine Doppel, weil irgendwie, ich glaube, vielleicht geht es um Dünger und Dings und beides. Aber ich glaube, im Raps, wir können ja nachher nochmal drauf achten. Aber ich glaube, da passiert eh nicht so viel, ne? Aktivieren. Magische Ausbringung mehr. Aktivieren. Magische Saatstärke aktivieren. Ach da, Umschalt J und N. 70 Körner. Körner auf dem Quadrat. Ist es denn weniger als tatsächlich normal? Ja, das war dieses Thema, wer lesen kann und so, ne? Ach, hier müssen wir erst noch mähen auf der drüben Seite. Auf der drüben Seite müssen wir erst noch mähen. Oh, oh, oh. Noch Steine gibt's auf der Karte. Da ist ein bisschen was zu erkennen. Danke für ein Follow. An alle, die neu gefollowt sind. Als da wäre Micha, Octavulf, Lars und The Agent. Danke euch. Moin moin. Echt, das mit dem Träger, das nervt mich so ein bisschen. Hätte ich das vorher gewusst. Wir haben nur drei Träger gekauft, die wir nicht mal wirklich für solche Geräte benutzen können. Äußerst unglücklich. Ja, was sind geschickter, die Leute? Ladewagen. Weil man das hier vorne auch in diesem komischen, am Ort, am Hof sich befindenden Fermenter wahrscheinlich gut abkippen kann. Oder Ballen. Wo man natürlich größere Mengen über größere Strecken transportieren kann.
Hau weg die Büsche. Allen ist effektiver. Ja. Nimmt der Fermenter am Hof das denn an? Das Problem ist, ich komme mit dem Kögel nicht da rein, ne? Wie dieser kleine Mini-Fermenter, den man hier standardmäßig hat. Ja, okay, ich komme da rein, wenn wir draußen den Zaun wegfräsen. Ladewagen ist eher untypisch. Direktsaat John Deere, DB 120, 36,5 Meter wird empfohlen. Ja, sowas kann ich mir eher, obwohl 36 Meter ist auch heavy, ne? Aber 15 Meter ist auf Dauer zu klein. Auch wenn wir zwei Stück im Versatz dann haben. Wobei, dann geht's vielleicht wieder. Einfach so ein Hügel. Dann würde ich den nämlich tendenziell... Ich weiß nicht, ob der hat einen Ballenträger, dieses riesige Silo. Das ist doch der Fermenter, oder? Das ist Fermenting Silo. Wo 240.000 reinpassen, immerhin vom Gras. Heu würde der sogar auch nehmen. Aber ungeschickt. Ich mache jetzt nicht einen Teil Gras und einen Teil Heu. Ach, wie viel Zeit verlieren wir eigentlich an Spielzeit durch das Speichern? Weil, ne, wir werden da nicht rauskommen. Wir müssen dann hier vorne den Zaun zum Beispiel wegfräsen. Das könnte man machen. Einmal radikal, einmal zack, vorne weg. Dann würde man besser zufahren können. Der Rest kann ja bestehen bleiben an Zäunen zum Hof. Ist ja auch schick. Und hier wäre ja auch nochmal eine Fläche. Ne? Wenn wir die Bäume wegfräsen, haben wir da nochmal eine kleine... Fläche vielleicht für Hallen, auch hier. Kann man eigentlich schöne Hallen hinstellen. Tiere leben hier noch keine. Mit der Kettensäge könnte man gut mal diese tief reinhängenden Äste absägen. Knappe 10 Stunden. Ja, guck mal, das wird bei mir irgendwie nachher 3 Wochen Spielzeit sein, so ungefähr. Bisschen schwierig dann. Deswegen müssen wir ja effektiv arbeiten. Geht aber auch. Hafer ist schon zu 35, also zu 36%. Die Sämaschine arbeitet auch. Wir brauchen denn jetzt wahrscheinlich die Ballenpresse. Mal gucken, ob die zumindest funktioniert. Oder was ist mit dieser selbstfahrenden Ballenpresse? Kann auch 1,80er rund. 18 km/h. Mehrpack. Ist aber komisch, ne? Hat auch keine Vorpressgeschichte, oder? Nur 1,25er Ballen, das ist ja auch viel zu nervig. Ja, bleibt dann wieder nichts anderes übrig als die Pöttinger. Die ist aber auch super nervig, weil man immer anhalten muss. Habe ich gar keinen Bock drauf, was Rundballen angeht, ne? Also 17 km/h können die auch schnell fahren, ja. Kommt tatsächlich mit am wenigsten PS aus. Na, nehmen wir die. Wir brauchen nur knapp 200 PS. Oh, cool gerade. Wobei der... Dass er den einen Anhänger hinten herzieht, ist nicht ganz so cool. Ansonsten sieht es cool aus. Aber warum zieht er den Anhänger so hinterher?
Egal, da steht immer am Weg. Ja, da hat er die Bodenwinkel auch nicht im Griff hier, ne? Ist nicht so schön. Also, wir fahren, also die Bodentextur steht quer zum Feld, das ist komisch. Ja, ihr schiebt euch zur Seite, ich guck mir das lieber nicht mit an, das Trauerspiel. Ich nehme die Cheatpresse, die ihr auch im Multiplayer nutzt. Ja, die ist ja auch nicht verkehrt. Die Quickball ist auch gut. Das funktioniert zumindest. Fehlt nur einfach dieses zum Hochkoppeln. Also muss ich mir echt alle drei Trecker nochmal genau angucken. Vielleicht ist ja mit Glück einer dabei, wo wir die das Hochteil mit dran haben. Ansonsten wissen wir das, ne? Können wir hier noch einen vierten mieten? Und dann wollte ich eigentlich eine andere Geschichte noch aufbauen, plottentechnisch, weil ich will auch nicht zu viel Kraut und Rüben nachher haben. Von wegen, ne? Vier Trecker hiervon, zwei davon, hiervon zwei, davon noch ein und davon fünf. Da habe ich ja nicht so Bock drauf. Danke auch für den Follow. 16. 14. August, ne? Gefühlt wird es schon langsam dunkel. Wir müssen schon dran bringen, aber der 1. August, der erste Monat ist bald geschafft. Missions ist ja noch einiges drin, aber ich kann ja nicht nochmal eine 3-Mähdrescher Flotte aufbauen. Auch Ansehen kommt nicht so richtig gut voran. Das ist halt nur eine, wenn also zwei, ne, da im Verbund, werden jetzt schon bei 13% knapp. Na, sind wir ja mal gespannt, ob Einpresse funktioniert. Weil die hat einen ziemlich kleinen Einzug, ne? Deswegen ist sie wahrscheinlich auch so günstig. Die kriegt die Schwadreihe fast nicht mit. Ach, ich habe doch die Ballengröße nicht eingestellt. Aber 220er jetzt. Oder? Ne, warte, wir können ja. Ne, wir schalten nochmal auf 240. Gleich wissen, ob drüben die Ballen nur angenommen werden in dem hofeigenen Fermenter. So, das ist auch nochmal ein 220er. Danke für den Follow. Moin moin. Hat einen Ballenträger verbaut, sehr gut. Zyklen pro Monat 96 und 1000 mal, also 96.000 können wir damit pro Tag verarbeiten, ist das richtig? Also schmeiße ich erstmal zwei Ballen hier mal rein. Jetzt wird direkt Silage erstellt, das ist gut. Und das ist auch eine 1:1 Geschichte, ne? Aus 1000 Gras kriegt 1000 Silage. Ist gut. Auch schön, dass die zumindest zusammen arbeiten, ne? Dann können wir jetzt endlich das eigene Feld hier absammeln. Also abessen erst und dann absammeln. Anmachen. Ballenzähler hat sie, mal gucken. Also die ist, wie ich gerade schon sagte, von der Einzugsbreite ist die nicht so cool. Aber es ist mir egal, wenn jetzt auf so einer Karte links und rechts ein bisschen was überbleibt vom Schwatt. Wie schlimm ist denn das? Ich meine, man kann sich natürlich jetzt zusammenrechnen, oh Mann, das sind aber Mengen zu einer langen Bahn. Und das stimmt auch. Aber das ist nachher, ne? Vom Anteil, ach komm. Glaube ich, ist nicht so schlimm. Für mehr ist grausig. Hast schon mitgearbeitet?
das ist ja noch nicht mal ein Grasfeld, ne? Also von daher erwarten wir jetzt hier auch keine riesigen Erträge. Machen wir auch einfach nur, damit der Fermenter läuft und wir eigentlich auch den Kompost damit in Gang kriegen. Damit wir gut Kompost herstellen. Kompost kommt dann irgendwann mal rüber in die Düngerproduktion und dann produzieren wir so viel eigenen Dünger, dass wir nicht mehr groß zukaufen müssen. Kann ich eigentlich fast den jetzt erst noch für die Sämaschine abstempeln, ne? Wo ich das alles gepresst und gesammelt habe, die Leute. Das ist nicht mehr heute. War viel geschickter, ne? Gerade so, dass wir einfach den John Deere jetzt wegnehmen und die zweite Sämaschine uns holen und den zu dem Feld zum Aussaat bringen. Weil wir werden in der nächsten Folge, dann haben wir den nämlich in der nächsten Folge da schon am Start. Ist ja auch nicht so weit. Den lassen wir einfach hier vorne abgekoppelt. Der Händler ist nicht weit weg. Müssen noch mal Saat kaufen, ne? Saatgut kaufen. Ja, da vorne ist nämlich gleich schon der Händler, sind nämlich gleich schon da. Ja, hier qualmt das aber auch nicht raus. War aber ganz lustig eigentlich, aus diesem Ventilator mal so einen Rauch rauskommen zu lassen. Oh, Bus. Wahnsinn. Ja, ich weiß. Die Einzugsbreite kann man relativ leicht ändern. Aber auch nur in Anführungszeichen relativ leicht, weil du das dann neu verknüpfen müsstest, ne? Weil es ein Standard ist und im Standard-Spielgerät würde ich nicht darum spielen. Ach, war das schon eins zu weit? Ich werde jetzt unten rum. Tatsächlich. Ja, dann haben wir die. Oh Gott. Nehmen wir den auf jeden Fall bei 57 noch mit rein. Das macht ja definitiv Sinn. Genau. 57. Und dann nehmen wir den, haben wir ja gespeichert. Ansatz 57. Komisch aus. Ob das mit variabler Saatstärke ist beim Raps relativ egal. Bei Raps ja eh nicht viel braucht pro Hektar. Aber später bei so Getreidesorten, wo man viel pro Hektar braucht, kann man vorstellen, dass es durchaus Sinn macht. So, Deckel auf. Eigentlich auch, wenn man die da oben noch reinhält, geht das auch noch runter. Die Frage wo, ne? Kann nicht. Natürlich dauert das jetzt auch erstmal wieder 5 Minuten bis oder 10 Minuten, bis wir den an Ort und Stelle haben zum Arbeiten. Die Beinpresse müsste halt dann komplett wieder neu verlinkt werden, ne? Das ist mir zu nervig.
Ja, und die wird auf jeden Fall dafür helfen, dass 57 noch vor 61 fertig wird. 61 ist jetzt zu 41% fertig, also beschäftigt man sich echt lange mit. Ist aber auch, weil ich selber da jetzt nicht groß eingreife, ne, und hoffe, dass die Drescher sich einigermaßen selbst regulieren mit den drei Abfahrern. Wir können mal gucken, wie viel Getreide laut Kalkulationsvorschau ungefähr für uns übrig bleiben müsste von dem Hafer. Nicht, dass wir es brauchen, aber der Hafer ist ja gut für Pferde, könnte man es nutzen. Pferde wollte ich jetzt hier aber nicht nutzen. Unsinn. Den einen geht nicht mehr. Drei Minuten dauert es, glaube ich, die Sämaschine aufzufüllen. Alle Achtung. Ja, auch hier müssen wir natürlich Saatgut einkaufen, ins Hofsilo reinpacken und dann in Zukunft da auffüllen. Aber guck mal, das klappt doch. Gut aus. Gefällt. Ja, den setzt man einfach auf der anderen Seite an, dann hilft er da, macht die drei Vorgewände klar und gut ist. So, komm. Warten wir auf die Meldung, bis der John Deere angekommen ist auf dem Feld. Ich würde jetzt auch erst hier die Reihen wegnehmen, damit wir mit der Ballenpresse gar nicht mehr bis hier wieder müssen. Das macht ja, glaube ich, Sinn. Ja, ich habe gerade die Ballen nämlich abgeworfen, damit die uns jetzt nicht gleich im Vorgewende liegen bleiben. Nämlich hier einmal vor, zurück und dann können wir da perfekt wieder ansetzen und zur anderen Feldecke fahren. Und den Flug hier, den müssen wir nicht mit dem John Deere bedienen, fällt mir mal ein. Natürlich können wir mit dem John Deere volle Pulle fahren, das haben wir ja gesehen. Dem trauen wir vielleicht nicht die vollen 25 km/h zu, sondern vielleicht mag der 17, 18, 19 schaffen. Der hier, ne? Aber würde ja reichen. Der kann ja den Flug bedienen, der kann ja die Sämaschine nicht bedienen. Weil der Flug geht. Passt genau. Wollen wir einen Schwader später oder ich weiß nicht. Die Schwadreihe ein bisschen enger zusammenlegt. Die Silage brauchen wir ja natürlich auch für einfach Einnahmen. Gar nicht jetzt schon für Tiere, sondern wird irgendwann verkauft und gut ist. Ich spiele ja auch echt nur einen Monat immer, ne? Also ein Monat ist ein Tag.
aber einen Ballen fertig. Kann es auch sein, dass hier ein Ballen weniger drin liegt in der Presse. Ach ja, schon wieder eine halbe Stunde. Liebe Leute, vielen, vielen Dank. Ich muss eine Pause machen, nützt nichts. Für eine Folge wollte ich noch, sonst wird die viel zu kurz. Bis dann, vielen Dank und tschüss.